20 zu 15, Satzball jetzt für Lee und für Kai. Da geht auch der zweite Satz mit 21 zu 16 an das Favoritenpaar, das im Halbfinale mit 3 zu 1 gegen die Titelverteidiger, nämlich Dragutin Šurbek und Anton Stipančić, erfolgreich gewesen ist. Den dritten Satz gewannen dann Xi und Gu mit 21 zu 19. Und wir sind jetzt im vierten Durchgang beim Spielstand von 14 zu 8 für Lee und Kai. Wenn Sie also diesen vierten Satz gewinnen, dann sind Sie Weltmeister im Doppel. Das ist Kai Shanhua, der jetzt aufschlägt. Er hat schon den Mannschaftstitel gewonnen und könnte jetzt zu seiner zweiten Weltmeisterschaft in Novi Sad kommen. Die beiden anderen aber, Xi und Wu, die Sie hier im Bild sehen, sie könnten ihrerseits mit einem Erfolg zu den besten Spielern des Turniers überhaupt werden. Wenn sie gewinnen würden, dann hätten sie 3 Siege auf ihrem Konto. Kurzer Ballwechsel in diesem vierten Durchgang. Die Chinesen versuchen sofort zu schießen und den Punkt so schnell wie möglich zu machen. Das sieht jetzt nach einer klaren Sache aus für Li Shanxi und Kai Shanhua. 19 zu 10, 2 Punkte noch bis zum Sieg.